sanitärlerner.ch, Marcel Item, und du interessierst dich für das Dimensionieren nach W3. Heute geht es mir in Video 2 so ein bisschen um die Tabelle an sich, nachdem wir ja in Video 1 eigentlich angeschaut haben, was sind jetzt die Einflussfaktoren, und eben in diesem Video soll es ein bisschen darum gehen, dass du mal die Tabelle ein bisschen verstehst, wie man die liest. Und im nächsten Video, im letzten, möchten wir dann eben auch ein einfaches Beispiel miteinander dimensionieren. Ja, ich habe hier mal eine ausgedruckt, ein bisschen größer, dass man das sieht. Du hast es sicher auch zur Hand. Diese Tabelle stammt aus den W3-Normen. Und die werden ja vom SVGW zur Verfügung gestellt, respektive von den Herstellern. Die kann man kostenlos downloaden. Und dann hat man diese Tabelle eben zur Hand. Ich habe mich jetzt hier für eine T-Stück-Tabelle entschieden. Also da sind wir bei 3 Meter pro Sekunde Geschwindigkeit. Und das ist auch schon der erste Hinweis, den ich dir geben möchte. Wir haben also hier wieder diese Angabe der Geschwindigkeit, diese 3 Meter pro Sekunde. Kennst du ja schon ein bisschen aus Video 1. Dann, was sehen wir noch in dieser Tabelle? Wir sehen natürlich eben auch hier aufgrund dieses kleinen Piktogramms hier, dass das eben eine T-Stück-Tabelle ist, weil hier T-Stücke eingebaut sind. Wir sehen den Werkstoff, das ist jetzt hier in dem Fall IRG iFit, GF iFit Material. Und wir sehen hier auch noch Installationen mit T-Stücken, Richtungsänderung mit Formstücken. Es gibt also auch noch die Tabelle, mit, wo im Prinzip gebogen ist. Das ist natürlich jetzt bei T-Stücken nicht der Fall in der Regel. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Ausstoßleitung hat, kann es eben sein, oder Verteilleitung, dass dort eben auch mit gebogenen Geschichten gearbeitet wird, wo natürlich der Druckverlust dann wieder entsprechend kleiner ist und eben eine eigene Tabelle existiert. Mein Tipp für die Schüler, immer wenn es irgendwie nicht klar ist oder nicht sauber definiert, wir nehmen immer die Tabelle mit den Formstücken. Es ist im Prinzip der schlechtere Fall und dann sind wir da in der Regel nicht so schlecht aufgestellt. Ja, was sehen wir noch in dieser Tabelle? Wir sehen hier vorne den Volumenstrom, den du schon kennengelernt hast. Also hier siehst du, 1 geht runter bis 15 für diese T-Stück-Tabelle. Und das sollte eigentlich auch reichen für so in der Regel, ich sage jetzt mal, eine Installation einer Nasszelle. Viel mehr als 5 Badewannen wird es dann wohl nicht drin haben. Und von daher gehen diese Tabellen auch von den LUs, also von den Belastungswerten her, nicht so weit runter. Wir nehmen jetzt mal für unser Beispiel eine Leitung auf eine Badewanne und hätten dann hier entsprechend 3 LU. Und jetzt kommt eben schon das nächste. Du siehst hier, wenn du so quer durchfährst, es hat überall 25×2,5 die Dimension, also wäre es ein 25er Rohr. Und wir müssen jetzt aber natürlich auch noch schauen, welche Länge haben wir in unserer Installation. Wir haben ja gesagt, das siehst du dann sicher auch im Beispiel, wo wir das miteinander ein bisschen detaillierter machen, dass wir eben die Meterzahlen zusammenrechnen, also immer die Gesamtlänge nehmen für die Dimensionierung. Und in unserem Fall sagen wir jetzt einfach mal, wir hätten 12 Meter Gesamtlänge. Und wenn wir jetzt hier schauen, da sind wir bei 5 Meter maximal, hier sind wir bei 10 Meter maximal, hier sind wir bei 15 Meter maximal, 12,5 gibt es in der Tabelle nicht. Und jetzt ist es relativ simpel, wir runden einfach immer auf. Also mit 12,5 Meter gehen wir in die 15er Tabelle hinein und würden dann entsprechend hier uns in dieser Tabelle bewegen, hier hinten. Also wir haben hier 3 LU Belastungswert, Volumenstrom, und wir sind in der 15 Meter Tabelle drin und hätten dann hier ein 25er Rohr. Was jetzt noch dazu kommt, ist noch der Wasserzähler, also ist ein Wasserzähler eingebaut oder eben nicht, das sieht man hier oben. In vielen Fällen macht es gar keinen Unterschied, ob es jetzt einen Wasserzähler drin hat oder nicht, man kommt auf die gleiche Dimension, das siehst du auch hier jetzt in unserem Beispiel, sind ja beides 25er, aber du siehst hier zum Beispiel bei 10 LU und 15 Meter, da macht es dann eben einen Unterschied, da würde man dann mit dem Wasserzähler auf ein größeres Rohr gehen und von daher werde ich das immer kurz abchecken, ob das passt. Ebenfalls, wenn wir jetzt hier sind, wir haben 15 Meter, wir sind hier drin, kann man auch noch rausschauen, also vor allem jetzt hier bei diesen Tabellen, hier hinten jetzt nicht mehr, da würde man dann anders vorgehen, aber hier könnte man dann noch schauen, wie groß muss die Armatur sein, also wenn wir jetzt hier noch eine Abstellung einbauen, bei 10 Meter, 3 LU, dann wären wir hier bei 1 Zoll Armatur, also auch das kann man hier unten noch entsprechend nachschauen.
Ja, und diese Tabelle, die musst du ein bisschen verstehen. Das funktioniert vor allem auch mit Üben, 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 weil sonst geht es nicht. Und ich möchte dir einfach nochmals kurz die wichtigsten Punkte auflisten, damit du da nicht irgendwie Fehler machst. Nämlich zuerst einmal die richtige Tabelle wählen. Also schau den Leitungstyp an. Man muss schon ein bisschen Ahnung von Sanitär haben, dass man merkt, es ist eine Verteilleitung, ist eine Ausstoßleitung, ist eine T-Stück-Installation. Und das musst du kennen und dann kannst du entsprechend hier aus unserer Auswahl dann die richtige Tabelle nehmen, eben diese, die dann entsprechend auf dein Rohr passt. Dann ganz wichtig, die Werte immer aufrunden, also niemals abrunden, sondern immer großzügig aufrunden, damit du hier entsprechend auf der sicheren Seite bist und immer die gesamte Länge nehmen bei den Meterzahlen, also nicht das Teilstück, sondern die Gesamtlänge der Leitung, und das siehst du dann eben auch im nächsten Video, was ich damit meine, und dann bist du auf der richtigen Seite. Und zu guter Letzt, aufpassen, Achtung, hier oben gibt es immer noch mit und ohne Wasserzähler, dass du einfach da auch noch einen Kontrollblick drauf wirfst, habe ich jetzt hier die richtige Tabelle oder nicht. Ja, das wäre es schon gewesen zu Video 2, hier Tabelle beim Dimensionieren. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dann wünsche ich dir viel Spaß. Üben, üben, üben.